Gut, also als nächstes hier Geiselrettung. Eine kleine Farm wurde angegriffen. Die Royal Army hat sie geplündert und hält die Bewohner als Geisel. Geh dorthin, töte die Aufpasser und rette die Geisel. Wenn du gesehen wirst, werden die Geisel hingerichtet. Also bleib unbemerkt. Das ist mal. Meine Freunde, die haben sie. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich glaube, die haben sie. Erreiche die Geisel. Hab ich jetzt hier. Ja, volle Muni. Ich brauche erstmal ein Auto. Mein Gott, dieses Fahrding, das nervt mich. Am Mikrofon, Rabbi. Also das ist das leider, was ein bisschen. Aber das ist egal, weil Pagan den einzigen Flughafen des Landes unter Verschluss hält. Hey, Rabbi, ich habe gesehen, die Flugzeuge am Flughafen starten. Das nervt ein bisschen, wie dieses Fahrzeug hier zu kontrollieren ist. Da gibt es andere, die haben das viel besser gelöst. Also, ich komme nicht von der Straße, aber ein einziges Gramm Heroin kostet zwischen 100 und 300 US-Dollar. Für ein Gramm Choto. Für ein Gramm Choto! Rechnen ist nicht mein Ding, aber ein Flugzeug voll mit Heroin, das ist ernsthaft viel größer. So. Sagt, was ihr wollt über Paganin, aber der Kerl muss stinkreich sein. Ich meine, der muss den Geschäftssinn von Walter White haben. Ich frage mich, ob es bei Diktatoren auch diesen Konkurrenzkampf gibt wie unter Nachbarn. Müssen die Reichen 1%... Ich muss da aus diesem Auto raus, weil dieses Radio, das nervt mich. Verstehe ich. Ich dachte mir schon, warum sind hier so viele blaue. So, wir werden mal einen Blick in die Kamera reinwerfen. Ein Büffel. Was ist Legende? Okay, gut. Wir holen uns hier mal jetzt so ein paar blaue. Kann. Ich muss halt auch ehrlich sagen, ich habe halt auch jetzt auch keine gute Waffe dabei zum lautlosen Killen. Ach, das war Steinwurf. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe aus Versehen die Granate geworfen. Aber Steinwurf habe ich ja auch noch. Stimmt. Okay. Das war jetzt schon mal nice. Muss erstmal alle Wachen töten. Ich hoffe, dass ich soweit alle Wachen markiert habe, sonst habe ich ein Problem. Alles klar. Den bringen wir da hinten ums Eck rum.
so ein Plakat. Erst den hinteren da. Aber diese Steine, mei, das habe ich ja in den vorigen Missionen ganz vergessen. Das ist ja überhaupt der Ablenkungstrick von allen, der beste. Wache erstmal abgelenkt. Boah, Glück gehabt. Bitte, nimm das als Dank. Bitte, nimm das für unsere Rettung. Vielen Dank, das war knapp. Wenn du nicht gekommen wärst, das ist alles, was ich habe. Nimm es, bitte. Ist ja unglaublich, dass ich noch lebe. Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir. Das war eine Menge Kohle. Wenn ich mehr hätte. Und das war richtig fett, oder? Ihr kriegt mich nicht. Beutetasche fast voll. Ich muss jetzt unbedingt auf die Jagd gehen. Damit ich endlich eine größere Beutetasche zusammenkriege. Weil das nervt ja. Und Kohle hat es halt aber auch richtig gegeben. Gut, dann ist dieses Eck hier schon mal gut gesäubert. Wir schauen mal schnell auf die Karte. Und stellen fest, dass ich, glaube ich, den Samba brauche, oder war das das Schabrackentapir? Herstellung. Ich brauche das Samba-Fell. Noch zweimal. Das heißt, ich brauche meinen Pfeil und Bogen. Geldbeutel. Bara-Fell. Wildschweinhaut, Rothundfell, Nebelpaderfell, Buch, ja, Panzernashorn, Wackerfell, Wildschweinhaut für Munitionsbeutel. Also Wildschwein wäre angesagt und Sambafell. Wenn ich mir jetzt auf die Karte natürlich gucke, dann sollten wir ungefähr dann dahin zum Jagen. Das heißt, wir setzen hier mal schnell die Schnellreise an, damit wir uns dort ganz gemütlich unseren Pfeil und Bogen holen können. So, und wir können gleichzeitig hier unsere Ware verkaufen, die wir nicht mehr benötigen. Wunderkerzen, Nähzeug. Alter Porno, ja, super. Alter, nochmal einen alten Porno.
Zigaretten verkaufen, Antibabypille können wir eher weniger gebrauchen, Hochzeitsfotos. So, gut, das sind wir losgeworden, kaufen und anpassen. Waffen, Jagdboden. Oh, es hätte aber einen Recurve-Bogen würde es auch geben. Der wäre halt wesentlich besser. Für 60.000 holen wir uns den, oder? Kaufen. Gekauft. Sehr gut. Habe ich genug Munition dabei? Das ist das, was ich gerade nicht sehe. Anpassen. Gurt haben wir ausgewählt. Visiere. Es würde noch ein Reflexvisier geben. Ein Scharfschützen-Zielfernrohr. Reichweite, Genauigkeit. Da würde auch die Genauigkeit. Scharfschütze. 32.000. Ja, damit kann man gescheit auf die Jagd gehen. Farbe. Cool. Gut. Muni ist voll. Okay, perfekt. Damit kann man doch super jagen gehen. Das heißt, wir setzen uns mal in der Karte einen Wegpunkt. Leute sind wieder besser drauf. Aha. Coole Sache. Wir rutschen hier mal runter, ganz vorsichtig. Dass wir bald schnellstmöglich was finden, dass wir hier wirklich aufleveln können. Ein gelbes Blatt hier in der Nähe. Nehmen wir mit. Da unten. Den habe ich auf jeden Fall. Den habe ich ganz sicher. So, das heißt, Fähigkeiten, Herstellung, Beuteltasche. Tada! Schweinehaut. Schweinehaut, dann könnten wir gleich mal wieder mehr tragen, aber jetzt haben wir schon mal 60 Sachen. Das ist ja gut. Die Frage ist, brauchen wir Schabrackentapier? Die Frage ist, ob wir noch was benötigen von diesem Hirsch. Daneben. Das ist nicht so einfach, glaube ich. Da ist ein Dachs. Sterbe ich gleich wegen diesem kleinen Dachs. Wahnsinn, oder? Honigdachsfell.
es braucht. Brauchen wir es? Noch nicht, aber bestimmt bald. Von dem her, ja, Fähigkeiten. Schauen wir mal, da hinten sind noch Hirsche. Die werden wir jetzt mal anpeilen. Vorbei. Und der auch. Und flüchten. Na gut, das war jetzt eher nichts. Bis gar nichts. Gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine größere Beutetasche. Von dem her passt das, Karte. Was gibt es hier noch? Rennen. Fahre in diesem wiederholbaren Rennen durch die Checkpoints und gegen die Uhr. Du erhältst Rupien. Bestenlisten sind ebenfalls online verfügbar. Hier war noch was Interessantes. Ein unbekannter Ort. Entdecke diesen einzigartigen Ort und hülle ein weiteres Stück dieses rätselhaften Landes. Du erhältst XP. Alles klar, dann lass uns mal da hinschauen. Wir haben eine gute Waffe dabei, falls da Gegner lauern sollten, dass wir da wirklich auch gut zuschlagen könnten. Da oben ist ein weiterer Funkturm, oder sehe ich das richtig? Ja, den habe ich jetzt getroffen. Ach komm, oder? Der versteckt sich jetzt. Nein. Wie? Gab nur Federn, oder was? Das scheint eine Art Höhle zu sein. Ups. Erstmal heilen. Okay, jetzt habe ich was bekommen. Manni-Mühle gefunden. AJ, so eine Überraschung. Ja, AJ. Wie geht's dir, AJ? Hallo. Hallo, AJ. Kiras Zuflucht, Ort entdeckt. Auf jeden Fall gibt's hier Truhen. Sehr gut. Sammelviech. Sammeltier. Ist hier irgendwas Besonderes? Da waren jetzt Rupien. Lesen. Kiras Führung. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt XP erhalten. Ein paar Schätze aufgedeckt. Dem Buch kann ich nichts anfangen. Okay. Da ist noch eine Truhe. Nehmen wir mit. Da haben wir jetzt wieder Platz. Ja, wie wir Platz haben. Pflanzen sind immer gut. Weißes Blatt, grünes Blatt, violettes Blatt, blaues Blatt.
Wir nehmen alle Blätter mit. Wir landen immer im Kreuzfeuer. Ich glaube, das ist beiden Seiten egal. So, weißes Blatt. Sehr gut. Mal kurz auf die Karte geschaut. Wegpunkt wegnehmen. Dann wären wir hier soweit mal durch. Baral, den muss ich glaube ich noch nicht finden oder erledigen. Panzernashorn, das hat mich in einer Folge mal voll erwischt. Goldener Pfad Mission. Übernimm eine Kampagnenmission für den Goldenen Pfad. Du hältst jede Menge XP. Hier, auch Nachschub für den Goldenen Pfad. Auch bestimmt cool. Ich habe aber vorhin irgendwo gefühlt in der Nähe... Ah, war das der Glockenturm, den ich... Aber den habe ich schon befreit, gell? Naja, das zieht sich jetzt alles noch ein bisschen hin. Aber ich denke, in der nächsten Folge werden wir hier weiterspielen. Also, bis demnächst.